Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Yay! Und Sparta ist schon relativ groß, also wir sind, wir haben ja noch nicht ganz so viele Folgen. Entschuldigung. Ui, ich habe gerade was getrunken. Genau, aber wir haben einen großen Verbündeten und wir sind eigentlich schon ziemlich groß. Also das ging mit Sparta überraschend schnell. Gut, auf jeden Fall, hier werden wir noch ein paar Einbußen haben, würde ich mal schätzen. Der geht genau nach Alexandria, weil das ist jetzt auch wieder... Ja, stimmt. Okay, also hier in Ägypten und Nabatäa haben wir ein paar Probleme. Hier sind auch ziemlich viele Feinde. Also, sagen wir so, gewonnen haben wir noch lange nicht, aber wir sind schon gut dabei. So, dann klicke ich mich mal durch und schaue, was wir alles vergessen haben. Königliche Kaserne. Hier oben brauchen wir eigentlich nicht. Genau, der ist letzte Runde dahin gestopft. Mhm. Ah, genau, da unten wird ja jetzt die Armee aufgehalten. Wie viel Garnison habe ich da? Ja, 11. Mhm. Und da ist gerade keine von meinen Armeen in der Nähe. Die nächste ist hier, aber die muss hier erstmal aufräumen. Das heißt, eine Runde, zwei Runden, drei Runden, vier Runden, fünf Runden, sechs Runden, sieben Runden, acht Runden und die ist tot. Ja, dann werde ich hier mal eine neue Armee aufstellen. Okay, kann ich da nicht. Ich will halt... hier habe ich überall die Militärgebäude weggemacht, was echt nicht so ideal ist. Ich habe halt nicht gedacht, dass hier sobald so ein großes Trouble die Double ist. Warte mal. Dann mache ich den da Flotte. Und nächste Runde nimmt er das ein. Warte, dann brauche ich sehr viele Hopliten. Sagen wir, übernächste Runde nimmt er das ein. Und dann kann ich hier auch eine Armee rekrutieren. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So. So, dich habe ich. Da drüben, genau. Okay, dann. Entschuldigung. Dann nächste Runde. Charakterfähigkeiten, aber nicht unsere, ne? Der bist du, ja. Okay. Aber danke. So, der greift mich jetzt an. Und zwar mit zwei Armeen. Das ist natürlich sehr gut. Schauen wir mal, was er hat. Hastati. Der hat nur Hastati. Die Kavallerie ist sehr gut. Die da sind schrottig. Also gut, gute Einheiten hat der nicht jetzt. Aber ich habe trotzdem keine Chance, weil, ja... Wurfsterne
Wurfsperre ohne Ende. Also die Pila oder die Pilum. Dagegen hat meine Phalanx keine Chance. Ja, das ist, wie weit der weitergeht dann. Ja, okay, aber er hat nicht angegriffen. Also die Schiffe haben angegriffen. Sollen wir aufeinander herumhacken, bis unsere Feinde sich an unserem Fleische ergötzen können? Ruxolanen. Oder schließen wir Frieden? Nee, weil mit denen haben wir gerade erst Krieg gemacht. Das würde ich sogar gerne versuchen. Also er hat sehr viele Plänkler-Kavallerie, aber es ist in der Stadt. Das versuchen wir. Oh ne, ich habe halt auch zwei Hopliten-Einheiten, was gut sein könnte. Und es ist neblig, also auch gut für mich. Wieder hier. Dann machen wir mal so. Nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, nicht von uns her. Also von meiner Seite her. Das ist ganz gut. Das ist Plänkler-Kavallerie. Das sind Elefanten. Ich muss ja schaffen mit der Kavallerie. Von hinten rein zu chargen dann. Also quasi die Klappe zuzumachen. Also wenn sie hier rein reiten, dann versuche ich mit der Kavallerie dann eben zuzumachen. Ne? Und die Absicht hier hinter ist natürlich, dass die ganzen Sperre erstmal auf die vorderen reinprasseln. Voll gemein eigentlich von mir, aber die Hopliten-Phalanx muss, die Pikiniers-Phalanx muss halten. Das ist wichtiger. Schade ist gerade nur, dass er wirklich auf seine Armee wartet. Komm schnell. Okay, gut. Zum Glück haben die jetzt nicht angegriffen. Vielleicht werden die noch angreifen. Sieht vielleicht knapp so aus. Aber zum Glück nicht. Okay, das ist gut. Na, vielleicht doch. Die trauen sich aber nicht ganz. So. Keine Ahnung, was der gerade macht. Aber es gefällt mir. Oh, ich habe vergessen, hier die Ding anzumachen. Gut, der wankt schon. Das ist super. Zu euren Diensten. Sehr gut. Ich habe nur einen verloren. Die da werden auch bald sterben. Er wartet halt auf seine komplette Armee.
Und gerade kann ich auch ehrlich gesagt nichts machen. Weil wenn ich jetzt mit den Pferden vorgehe, dann, also, das bringt halt einfach nichts. Geschosse warten auf Ziele. So, warten wir mal bis... Genau. Bis die ganzen toten Pferde, sag ich mal, weg sind. Also ich gehe jetzt mal dahin und fange schon mal an zu schießen. Oh, da kommen Elefanten. Ist natürlich nicht ganz so praktisch. Das ist natürlich jetzt nicht praktisch. Ist jetzt näher gekommen. Unser General wird angegriffen. Okay. Elefanten sind auch jetzt tot. Ist gut. So, da kommt die Armee da hinten. Okay, ja. Jetzt flieht er nach da alleine. Aber er befindet sich noch immer im Schussbereich der Plänkler. Oder halt der Steinschleuder, aber das ist ganz gut. Und so viel Schaden machen die jetzt einzeln auch nicht. Aber in der Masse machen die halt unglaublich viel Schaden. So, hier ist die Sklaveninfanterie. Stellt euch immer wieder gescheit auf hier. Jetzt ist die Frage, wohin er geht. Also, das sieht gerade nicht gut aus, was er da macht. Er geht hier rum. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Okay, er geht komplett dahin. Das ist interessant. Das ist super interessant. Wieso sollte er das machen? Okay, geh mal zurück. Du kommst hier hin. Kommt dahin, das passt. Jugendliche kommen. Auf. Oh, bitte auf die Elefantentruff. Ah, das habe ich jetzt verpennt. Das ist ja gar nicht. Ich erwarte eure Befehle. Verstanden. Befehle? Befehle verstanden. Andere. Kommandant, wie ihr befehlt. So. Das ist aber ganz in Ordnung gerade. Ach komm. Echt jetzt? Die werden wieder rausgekommen? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist ja echt lachhaft, wie schnell die sind. Okay, der General ist tot. Und die haben keine Munition mehr. Naja, okay. Helft denen mal, weil die Kavallerie muss definitiv weg. Ja, stellt euch mal dahin, dann können die besser schießen. So, das ist auch kein Problem.
Das sieht ganz gut aus gerade. Nee, jetzt bekommt der Verstärkung. Das heißt, meine bekommen jetzt auch Verstärkung. Okay, die halten halt immer noch aus. Ist das krass. Okay, die Kavallerie geht jetzt auf Plänklerjagd. Der geht vielleicht außen rum. Gut. Sieht doch mal gut aus hier. Die kommen jetzt auch rein. Gut, dann fange ich mal an, ein bisschen schneller zu machen. Du kommst jetzt auch mal vor. Ah, krass, dass die periökischen Hopliten, dass die das eigentlich ohne Probleme aufgehalten hätten. Das hätte ich halt nie gedacht. Der feindliche General ist tot. Ist das so? Also, dass die so gut aushalten. Schwere. Okay. Ich dachte gerade, warum sterben meine Pferde gerade? Aber das sind schwere Plänkler. Okay. Die Männer wanken. Schnell, bitte. Die können einfach nicht reiten, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Könnt ihr die mal platt machen hier? Und wo bist du gerade? Ach, die ist hier stecken geblieben. Du weißt ja schon, dass du gerade voll verarscht wirst. Oh Mann. Wollt ihr mal reiten? Das wäre herzallerliebst. Bürgerkavallerie, ne? Mit der hat man sein Kreuz. Zum Einsatz. Schneidet sie in Stücke. So, ich muss die jetzt reinschicken, damit der so viel Zeit bekommt, wie er braucht. Die gehen mal jetzt raus. Die sind erschöpft, ja. Die brauchen jetzt mal ein bisschen. Bisschen Pause. Wieso haben die noch so viele viel Munition? Ist ja komisch. Also ich töte von denen ja gar keine. Alter. So,
So, jetzt charge ich mal da hinten rein. Vielleicht bringt es dann die zum Wanken. Ich geh mit denen mal ein bisschen hinter. Die schweren numidischen Plänkler sind ja richtig heftig. Die sind ja richtig krass. Die Linie ist auch nicht mehr ganz so die wahre. Versuche ich mal außenrum zu gehen. Puh. Wie viele da sterben? Die waren voll. Alter, ist das krass. Warte, ich charge noch einmal rein, damit die aufhören zu... Alter, die sind ja richtig krank. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. So. Jetzt aber. Gut, jetzt habe ich ihn. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Warte. Der macht gerade. Ich erwarte eure Befehle. Meine Spartaner platt. Mal kurz darauf. Also die haben, glaube ich, da hinten keine Chance. Unsere Männer fliegen. Meine Güte. Das war ein krasser Kampf. Aber zum Glück hat er nicht von allen Seiten angegriffen. Ja, okay, am Schluss hat er von allen Seiten angegriffen, aber holy moly. 340, also die Plänkler waren ja richtig krass. Das waren, glaube ich, auch die Elite von ihm, ne? Die da. Junge. Und jetzt kommt gleich der Römer. Also jetzt noch nicht, weil Rom fängt ja an. Aber nächste Runde kommt der Römer. Und gegen den habe ich ja auch keine Chance. Ui. Da muss ich ja Nordafrika komplett wieder zurückerobern. Ach, willst du mich verquaken?
natürlich kommt der der Spartaner hier zur Hilfe, damit ich keine Chance habe. Wobei ich habe dreimal Pikiniere. An sich, wenn der wenn der es blöd anstellt und die Katapulte nicht gut einsetzen kann, dann habe ich auf jeden Fall eine Chance. Dann habe ich eine Chance, aber ich muss mich ziemlich zurückhalten. Okay, vergiss es. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Also den da hätten wir schon wegbekommen, aber dadurch, dass die ganze Armee da hinten ist. Boah, ich hoffe, man hört den Hubschrauber nicht. Junge, Junge. Aber wahrscheinlich hört man den. Entschuldigung. So, ich stelle mich schon mal so auf, weil ich weiß nicht, ob er das checkt. Und, oh weh, du buggst rum. Also wenn er die Katapulte nicht einsetzt, dann habe ich eine Chance. Wenn er sie einsetzt, habe ich keine Chance. So it is. Gut. Dann vorspulen bitte. Okay, die gehen schon mal hier hin. Macht er das mit den Katapulten auch? Ich glaube ja. Ja, hier kommen die Katapulte weg. Das ist wunderbar, das ist sehr gut. Pikiniere, kommt bitte dahin. Pikiniere, kommt bitte dahin. Jugendliche hierhin. Die kommen hier hin, die kommen dahin. Der kommt dahin. Aber ihr habt alle Zeit der Welt. Wir müssen ja auch warten, bis die ganzen Katapulte wirklich weg sind. Aber das ist gut, das ist sehr gut, dass er die nicht einsetzen kann. Mal schauen, ob er den Strand entlang kommt oder hier oben. Da oben ist natürlich für uns jetzt nicht ganz so gut. Weil hier gibt es keine kleinen... Warte, ich mach das mal andersrum. So ist es, glaube ich. Ah, okay, gut. Wir kommen jetzt halt doch da. Das ist super. Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit! So, Speerträger ist natürlich jetzt nicht ganz so wunderbar, aber es ist in Ordnung.
Steinschleuderer. So. Okay. Warte, wie tief stehen die? 3, oder? 4, ja, okay. 4 wird erstmal reichen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, hier kommen wir trotzdem noch Hopliten. Unser General wird angegriffen. Was nicht ganz so in Ordnung ist. Aber das passt alles. Ah, wir spielen schon wieder eine halbe Stunde, sorry. Ja, dann wird's eine lange Folge, okay. Wird wahrscheinlich dann so 40 Minuten, würde ich schätzen. Okay, das hier an der Seite ist nicht gut. Aber okay, da passen die schon auf, das ist gut, gut, gut. Hier stellt euch mal um. Jetzt gehe ich ihn mal in den Rücken. Entschuldigung. So, da kommt halt der General. Dieser Abtrünnige. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschosse bereit zum Einsatz. Schieß! Denen geht es jetzt auch nicht mehr ganz so gut. Ach, dieses Gebäude nervt. Okay. Kommandant! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell! Durchbrech die Linien! Jugendliche! Ja, General ist auch nicht mehr ganz so heiter drauf. Okay, hier ist es auch noch in Ordnung. Hier kommen jetzt die nächste Hopliteneinheit. Was machen die denn da? So, ich hole jetzt mal die da. Einheiten. Hier ist zwar alles offen, aber gerade greift er nicht an, also geht das. Wo sind jetzt... Hä?
Come on. Speerträger! Wieken bereit! Eure Befehle? Dann macht die mal platt hier. Wir erwarten eure Befehle. So, jetzt kommt die Verstärkung. Speere bereit! Bereit zum Einsatz! Schnell! So, einmal. Speerträger! Ah, hier und einmal da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, also die stellen sich jetzt so auf. Die stellen sich jetzt hier auf. Wieso geht ihr vor? Genau. Ja, die müssen noch ein bisschen ablenken, bis die verlangt steht. Okay, jetzt könnt ihr weg. Werden die safe nicht mehr schaffen, aber das ist. Das passt. Gut, hier ist das größere Problem gerade. Okay, die chillen da gerade nur, aber wie sind die denn da hingekommen? Lustig. Wieso rennt ihr? Ihr sollt nicht vorrennen, ihr sollt einfach nur schießen. Schießen, was das Zeug hält. Und der soll endlich mal brechen. Okay. Speerkämpfer bereit. Kriegt es! Das da ist nicht gut. Der feindliche General ist tot. Das ist gut. Steinschleuderer. Aber es ist nicht gut, dass hier jetzt alles wankt. Aber das ist gut, dass hier der wankt. Die Linie ist auch ziemlich dünn. Okay, jetzt ist er endlich weg. Gut. Gut, gut, gut. Die halten aus. Da weiß ich nicht. Aber sieht gerade noch gut aus. Die halten auch noch ein bisschen aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zu Befehl! Okay. Auf die Spartaner. Dass die hier einfach rumchillen. Und das ist echt lustig. Okay, die müssen noch ein bisschen aushalten, die auch. Die da, denen geht's ganz gut, glaube ich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Schade, schade. Das ist ein schändlicher Angriff. Den geht's auch überhaupt nicht gut. Das ist schlecht. Das ist gerade sehr schlecht. Das da ist gerade sehr schlecht. Zu euren Diensten! General! Ja, Kommandant! Wir erwarten eure Befehle. Okay, hier gehe ich jetzt mal ein bisschen aggressiver rein. Weil ich brauche die Einheiten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht!
Das ist ein schändlicher Angriff. Okay, gut, ist die gerade weglaufen. Okay, das ist auch gut. Dass die jetzt weggehen, die gehen jetzt auch weg. Gut. Gut, uiuiui. Da habe ich schon ein bisschen Bange gerade bekommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte, jetzt kannst du aggressiv reingehen. Oder offensiv. Okay, du bist auch fertig. Ich versuche den mal in den Rücken zu fallen. Ich greife jetzt mal den an, weil der sieht ein bisschen AFK aus. So, und hier ist es gerade wichtiger, dass der geht. Okay, das ist jetzt hier gut. Okay. War doch nicht ganz so auf K, wie ich gehofft habe. Okay, aber das wird jetzt auch nicht mehr lange dauern. Huiuiuiuiui. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Die sind halt komplett. Durchbrech die Linie! Ja, und hier sind noch Bogenschützen, ja, danke. Eriökische Pikiniere! Geschossinfanterie! Schnell vorrücken! Spartanische Piken! Heroikoi! Sparta! Okay, ich versuche mal mit dem hier hinzugehen. Zum Glück hat er die erst jetzt reingeholt. Wenn der die von Anfang an hier gehabt hätte und die ganze Zeit hier reingeschossen hätte, ich hätte keine Chance. Dürfen jetzt mal weg. Ja. Gut. Das ist große Wettrennen aktiviert oder gestartet. Come on. Warte mal. Einen hat er.
Ja, jetzt hat er die. Ja, die halten nicht mehr viel aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, jetzt hat er aber. Meine Güte. Ach. So. Boah. Teurer Sieg, aber ich habe die Insel verteidigt. Das ist gut. Das ist gut. Vor allen Dingen, ich habe die Flotte der Abtrünnigen habe ich vernichtet. Oder also vernichtend geschlagen. So gesehen. Ist das alles sehr, sehr positiv. Ich habe die wirklich beide getötet. Nice. Komm, Sklaven. Jawohl, nee, okay, den doch nicht. Oh nein. Are you kidding me? Okay. Das machen wir wann anders. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und am Donnerstag spiele ich wieder im Stream Rome Total War 2. Bis dahin, macht's gut, bye bye.